wie es in Sparta Brauch war, seiner Mutter genommen und in eine Welt der Gewalt gestoßen. Geschaffen von der 300 Jahre alten Kriegergesellschaft Spartas, um die besten Soldaten hervorzubringen, die die Welt je gesehen hatte. Die sogenannte Agoge. Sie zwingt den Jungen zu kämpfen, lässt ihn Hunger leiden, zwingt ihn zu stehlen und, wenn nötig, zu töten. Mit Rute und Peitsche wurde der Junge gezüchtigt. Er lernte, keinen Schmerz zu zeigen. Keine Gnade. Unablässig geprüft wurde er in der Wildnis ausgesetzt. Mit Scharfsinn und Willenskraft sollte er der unbarmherzigen Natur trotzen. Dies war seine letzte Prüfung. Seine Zeit in der Wildnis. Denn zu seinem Volk zurückkehren würde er als Spartiat. Oder gar nicht. Klauen wie aus schwarzem Eisen und einem Pelz, dunkel wie die Nacht. Seine Augen funkeln rot wie Juwelen aus den Tiefen der Hölle selbst. Der riesige Wolf schnüffelt. Gierig wittert er das bevorstehende Mahl.